Hey Leute, ich bin's, MacPaverick. In dieser Anleitung zeige ich euch, wie ihr beim Android-Smartphone die Uhrzeit und das Datum einstellen könnt und was ihr alles noch verändern könnt. So, um die Uhrzeit jetzt zu stellen, geht ihr jetzt erstes in die Einstellung rein. Hier scrollt ihr etwas nach unten, bis ihr zum Punkt System kommt. Da drückt ihr drauf. Dann habt ihr hier Datum und Uhrzeit. Da auch nochmal drauf drücken. Und hier seht ihr schon, automatische Uhrzeit beziehen und Datum beziehen ist nicht eingestellt. Auch die Zeitzone ist automatisch nicht eingestellt. Die könnte ich jetzt hier durch Anklicken manuell wählen, durch Anklicken hier der Uhrzeit einstellen und Verschieben der Regler kann ich entsprechend auch die Uhrzeit einstellen und entsprechend könnte ich auch das Datum einstellen. Ja, was ich jetzt machen kann, ich kann hier die Zeitzone automatisch ziehen und die Uhrzeit automatisch ziehen. Sobald das Handy also im Internet verbunden ist, wird das alles automatisch dann gezogen und so braucht man zum Beispiel auch Sommer- und Winterzeit nicht mehr umstellen oder eben wenn man sich in einer anderen Zeitzone befindet. Ja, ich hoffe, das Video war informativ und hilft euch. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich sage bis dann, euer MacPaverick.